Wir haben Sommerferien! Also heute müssen wir auf jeden Fall noch einkaufen. Nastassja. Also irgendwie, immer wenn ich vlogge, kommen alle. Mochi kommt auch. Freuen sich immer so. Ich komm auch. Du kommst auch, ja? Ja, genau. Lisa möchte so eine Flechtfrisur. Deshalb mache ich das einmal. Wie der mit den Zöpfen mal gemacht hat. Ja, so wie gestern. Nur so wie Clara. Das sieht auch echt hübsch aus, ne? Haargummis hast du ja, ne? Drei, gut. Hallo Johann! Hallo! Kommst du gleich mit zum Einkaufen, ne, Johann? Ja. Sally, ja. Ich bin auch an der Sabi, ja. Hier sind sie alle. Was essen wir heute mittags? Müssen wir auch noch entscheiden? So viele Dinge entscheiden. Ah, ja. Habt ihr denn einen Wunsch? Ja. Kartoffelsuppe. Ja, genau. Clara hat sich eben gerade eine Kartoffelsuppe mit. Ah ja, Kartoffelsuppe hatten wir schon lange nicht mehr. Und Würstchen haben wir ja noch, ne? Ja. Ja. Die geht ja schnell. Ja, aber man braucht dafür Kartoffeln, die wir nicht haben. Dafür müssen wir einkaufen. Und wir haben sowieso nichts mehr im Kühlschrank. Also irgendwie war das die letzten Tage, ne, mit Geburtstagsmarathon, dann noch Sommerfeste, Zeugnistag und jetzt Ferienanfang, haben wir echt nichts mehr im Kühlschrank. Dass wir müssen heute gleich einkaufen fahren. Das ist ja so. Ja, heute Morgen gab es auch nur Cornflakes. Danke. Und dann ein paar Stellen Brot hat man noch. Ich mache jetzt für uns alle einen Eiskaffee. Wer möchte einen Eiskaffee? Ich habe hier. Okay, dann nehmen wir. Ach, dann haben wir für mich. Ich könnte dir einen Eiskaffee machen. Ich wollte auch noch mal so einen Short machen. Wie cool ich das mache. Ja, mach das doch. aber zu einer anderen Zeit. Ja. Jetzt nehme ich den sofort ein. Mach dich auch. Du willst auch ein Eiskaffee? Ja. Nein. Mit Eis? Oder was willst du denn haben? Eis. Oder willst du einen Eiskakao haben? Wer will einen Eiskakao haben? Ich. Ich dachte, du willst ein Eiskaffee. So, I can. So, also möchtest du nicht. Ja. Oh, die ist richtig süß, ne? Ja, die ist lecker. Ich trinke aber die Hälfte. Hä? Hast du mal die Schale gegessen? Nimm die doch mal neu. Okay. Hälfte gefüllt. Gut. Ich versuche ja jeden Mal. Das ist so schwer zu sagen. Du musst mir keinen Tigerbalsam hier nach oben bringen. So wie gestern? Du bist mir zu groß, Clara. Ich komme da oben nicht mehr ran. Früher war sie mal so klein. So wie Elisa, also, da konntest du richtig gut flechten. Und jetzt hast du eben so. Ein bisschen? Ja, ein bisschen? Ja, okay. Und jetzt kannst du umrühren hier. Ja. Elisa hat nicht so gezuckt wie du. Helfen! Helfen? Ich hatte die Melonen schon echt lecker. Ja, ganz süß. Total süß. Ja, das sind diese komischen Bio-Melonen. Bisschen klein, bisschen kernig, aber lecker. Das sind aber keine Kerne. Doch, ja, weil ich sie schon alle rausgeholt habe. Ich habe früher sogar als kleines Kind Wassermelone ganz mit normalen Kernen gegessen. Ja, aber Anastasia hat eben gerade einmal draufgebissen. Als Chinesen macht man das so und dann ist das auch kein Problem. Da spuckt man die einfach aus. Mhm. Nein, warte. Oh. Haben wir nicht noch Melone? Kann ich mir gleich noch mehr machen. Nein, ist meine jetzt. Du kannst Mamis haben. Ist das nicht meine hier? Was? Ja. Erster Tag Sommerferien. Kühlschrank ist leer. Was machen wir? Wir gehen natürlich mit der gesamten Familie einkaufen. Mit vier Kindern. Ja, und dann ist das passiert. Das haben sich ganz viele mal wieder so ein Foodhaul gewünscht. Deswegen mache ich das. Aber wir das jetzt essen? Erstmal wollen die beiden was zeigen. Die haben nämlich was ganz Tolles entdeckt. Was ist das? Wollen wir das jetzt zusammen probieren? Also das sind einmal blaue Takis und Fuego Takis. Und bei welchem war der geschockt? Ich glaube bei dem. Hier steht der Turtle Extreme und bei hier steht nur einer Extreme. Also das sind sehr scharfe Chips einfach. Ne? Ja. Und dann hier noch eine eingelegte Gurke. Das habe ich nicht verstanden, aber die Kinder meinten, wow, diese Gurke müssen wir haben. Was ist das? Und dann... Noch Puffreis, aber den kennt, glaube ich, auch jeder. Genau.
Wollen wir die jetzt einmal probieren, Clara? Ja. Okay, welche sollen wir probieren, Mami? Das ist meine. Die blaue Möhre. Aber was hast du gekauft, Anastasia? Zeig mal. Das. Ach, so ein Kratzeis. Ach so, was die Kinder sich alles ausgesucht haben, ne? Also ich zeig dir jetzt einfach alles. Ja, das müssen wir noch in die Tiefkühltruhe tun. Ja, Anastasia, komm. Und super gemacht. Super gemacht. Ja, jetzt müssen wir noch warten. Da ist jetzt reingetan. Da ist das Eis und jetzt müssen wir ein paar Stunden warten. Bis später. Ja? Tschüss. Morgen, ja? Okay. Was interessant ist unsere Reaktion. Okay, ich muss das jetzt leider filmen. Riecht irgendwie nach. Jee, das sieht ja ekel. Oh, das färbt ja schon deine Finger, ne? Ja. Willst du? Justus, deine Kinder wollen unbedingt das jetzt das? Vor Kamera probieren. Das sind ja einfach scharfe. Irgendwelche Chips und die sind einfach so scharf. Scharfe Chips. Ja, die riechen halt irgendwie nach Holz. Aber nicht diese Holz. Riechen nach Holz? Lass mich mal riechen. Die auch. Nee, die riechen gut gewürzt, okay. Würde ich mal sagen. Säuerlich. Sind die wirklich scharf? Mmh. Auch Chips haben. Lecker. Mmh. Probier. Scharf? Ich will nicht. Clara, alles gut? Trinken, ich mach das trinken schnell. Aber ist es ja doch noch, Clara. Dann scheint es ja doch nicht so schlimm zu sein. Ich zeig das jetzt einmal im Schnelldurchlauf, damit alles in den Kühlschrank kommt. Also, was haben wir alles? Was haben sie schon gezeigt? Genau, dann haben wir wieder Forellenfilets. Super lecker, immer mit so Zwiebeln einfach auf Brot. Das essen wir total gerne zum Frühstück oder Abendbrot. Nordseekrabbensalat ist ja so unfassbar teuer geworden, aber es schmeckt meinen Kindern so gut. Ja, dass wir dann doch wieder immer mal wieder so eine Packung kaufen. Unser geliebtes Kaltbach cremig würzig, der leckerste und beste Käse auf der ganzen weiten Welt. Das ist ein kleines Stück, normalerweise haben wir größere Stücke, aber wir wissen noch nicht. Ja, vielleicht fahren wir in ein paar Tagen weg, deswegen nur ein kleines Stück. Dann wollen wir heute Abend grillen, deswegen riesige Champignons, die werden wir füllen mit Frischkäse. Habe ich auch hier irgendwo, zeige ich dir gleich. Ich wollte heute Abend noch mal so ein Kräuterfaltbrot machen, deswegen einmal Hefe. Noch mehr Takis. Beefies haben die Kinder gekauft. Die wollen immer gerne sowas essen. Und sie dürfen natürlich auch mal sowas essen. Dann sind das hier so ganz dünne Cabanossis. Zwei Packungen. Dann habe ich nochmal Mehl gekauft, weil ich ja so gerne backe. Jetzt in den Ferien natürlich noch umso mehr, weil ich auch ein bisschen mehr Zeit habe. Dadurch, dass die Kinder ja in den Ferien auch nicht so viele Hobbys haben, also gar keine, weil die alle ausfallen, habe ich auch nicht so viele Termine, wo ich hin und her fahren muss und mehr Zeit einfach auch hier zu Hause zum Backen und so. Eier brauchen wir aber ganz viele. Zwei Packungen haben wir hier. Dann wollte Justus sowas mal probieren mit Cherry- und Vanillegeschmack. Dann einmal Kartoffelsalat für heute Abend zum Grillen. Werde ich nicht selber machen. Haben wir einfach jetzt parat fertig gekauft. Bacon morgens zum Frühstücken einfach mit Rührei zusammen. Dann einmal Knoblauch-Butter-Baguette und einmal diese hier, das mag Johann so gerne. Auch heute Abend zum Grillen. So ein Brot. Kennst du bestimmt auch. Also grillen. Brot auch mit Knoblauch. Mach ich hier weiter. Ach, das ist ganz toll. Da gibt es so eine Maschine in dem Laden. Und das ist immer frisch gepresster Orangensaft. Und der schmeckt so besonders gut, finde ich. Ich weiß nicht, woran das liegt. An den Orangen vielleicht. Die sehen immer schon so ein bisschen gammelig aus. Aber zum Auspressen reicht das ja immer. Deswegen so eine Riesenflasche. Die hat Elisa für mich gepresst. Habe ich gesagt, wer macht Mami das? Und sie hat gesagt, ich. Dann haben wir noch so eine Barbecue-Soße. Hat Justus gekauft. Nochmal so eine. Hat Johann auch in seiner Bar. Er hat nämlich einen kleinen Kühlschrank in seinem Kinderzimmer. Da hat er immer sowas bereit, weißt du, für seine Kumpels, wenn die zu Besuch kommen. Dann Gefrierbeutel und zwar 3 Liter. Johannisbeerchili, das mag ich total gerne auf Camembert, auf Brot. Dann sowas hier, das mag Johann auch mal ganz gerne. Probiert er gerne aus. Einfach so Knusperbrot als Chips. Mettwurst, Teewurst, Karotten. Fertigbrötchen haben wir auch immer zu Hause, falls es gerade zeitlich nicht passt. Es ist immer gut, sowas zu Hause zu haben. Kekse, die mag ich total gerne. Das sind einfach so ja, Schokokekse. Auf der einen Seite Natur, auf der anderen Seite Schoko. Zwei Packungen. Dann habe ich die hier. Kenne ich noch aus meiner Kindheit, habe ich schon so lange nicht mehr gegessen. Spritzringe. Kann ich natürlich auch super selber machen. Dann haben wir hier Milch. Ja, Mülltüten. Dann habe ich wieder diese Behälter, weil... Ja, leider Gottes gehen sie doch relativ schnell kaputt. Aber die habe ich ja im Kühlschrank zur Organisation. Die sind sehr, sehr gut dafür. Mochi, lass mich mal durch. Du bist so ein bisschen weit drin schon wieder. Der schummelt sich ja gern. Schweinebauch. Heute fürs Grillen haben wir 4 Stück. Ich liebe Schweinebauch. Da ist voller Kollagen. Du weißt, das ist gut für die Haut, die Chinesen, ne?
Deswegen esse ich das. Und wir haben auch nochmal Schweinebauch gekauft zum Einfrieren für meine Ramen oder scharfen Nudelsuppen. Da mache ich das auch super gerne rein. Sehr, sehr lecker. Dann haben wir hier einmal Mozzarella. Oh, da habe ich neue Soßen gekauft. Die muss ich dir auch mal zeigen. Einfach mit Tomate, Mozzarella und dann diese Öle und Soßen. Und das schmeckt mega, mega gut. Dann habe ich Surimi gekauft. Das ist auch super für so eine Nudelsuppe. Kann man einfach so mit reintun. Dann ein bisschen Joghurt, Spare Ribs zum Grillen, Aufschnitt, Salami, Pute, Fleisch, Wurst, Salat. Wie nennt man das? Wurstsalat, glaube ich. Das kauft Justus immer. Zweimal Baguette, noch mehr Joghurt. Die mag ich sehr, sehr gerne. Pfirsich-Maracuja, diesen Geschmack. Anders hat sie auch total gerne. Sie isst das super gerne. Dann haben wir noch frischen Mais gekauft. Wollen wir heute Abend auch grillen. Dann haben wir noch diesen Toastbrot gekauft für mal so zwischendurch. Ach, die habe ich vergessen zu zeigen, ne? So Frikadellen. Vegan sind die und so klein, so kleine Happen. Schmecken tatsächlich sehr, sehr lecker. Machen wir heute auf dieser Seite. Wir sind gleich durch. Heute hat sich ja Clara, also jetzt für gleich, eine Kartoffelsuppe gewünscht. Deswegen ein Bund Grünzeug. Das brauche ich dafür. Dann haben wir hier noch... Ach, das kaufen wir immer an der Fleischtheke. Einmal eine Stracke und eine, wie heißt nämlich die andere? Eine dürre Runde, genau. Das essen wir ganz gerne. Das ist so eine ganz harte Wurst und die schneiden wir dann einfach in Scheiben. Gibt es dann zum Abendbrot. Dann nochmal Pute. Was ist das denn hier? Haben die Kinder sich mitgenommen? Ahoi Brausebonbons mit Pulver drin. Das hört sich lecker an. Dann das natürlich immer... Für meine Nudelsuppen, aber auch so zum Kochen, ne? Also ich brauch davon, jetzt haben wir nur einen Bund gekauft. Ich brauch davon immer ganz viel. Was ist das denn hier? Was hat Papi denn hier gekauft? Das habe ich gar nicht gesehen, dass er das gekauft hat. Ich weiß nicht, ob er das heute mitmachen möchte. Mal gucken. Also frag nicht, warum haben wir jetzt ganz viel Babybrei? Haben wir noch immer ein neues Baby? Aktuell nicht, aber Johann und Clara wollten das unbedingt haben. Frag nicht. Wir haben hier noch Leberwurst. Ach, diese Bohnen sind so lecker. Kennst du die? Gibt es auch immer mal an der Theke oder auch beim Türken. Ich finde die so lecker, diese Bohnen. Ich liebe sie. Dann haben wir hier noch Spieße. Ich habe Justus geschimpft, warum hat er die jetzt so fertig gekauft? Die kann man super einfach selber machen. Das ist einfach Speck mit Datteln in der Mitte oder auch Pflaumen in der Mitte. Und wir lieben die. Jetzt muss ich ja natürlich trotzdem noch aufspießen, oder nicht? Ich habe gar nicht aufgespießt. Ach doch, wir sind schon am Spieß. Okay, wir kommen aufs Grill. Dann habe ich hier noch mehr Pute. Also du siehst, Pute essen wir sehr, sehr gerne. Oh, die riechen auch so gut. Erdbeeren. Super lecker. Ich weiß nicht, was ich daraus mache. Oh, aber ich glaube, wir werden sie einfach so naschen. Riesentomaten, Maisstangen, Schinken. Dann haben wir hier Frischkäse. Normalerweise kaufen wir einen anderen, aber den gibt es irgendwie nicht mehr. Aber der ist auch gut. Dann haben wir noch Kimchi. Nochmal so ein Käse. Gurken. Brauchen wir ganz, ganz viel. Mochi ist nämlich auch gerne Gurke. Ja, tatsächlich. Ein bisschen Kirschen. Ich darf ja jetzt mittlerweile Kirschen essen und unser Baum ist einfach schon alle. Also da sind keine Kirschen mehr dran. Und ich habe mir dann jetzt mal so richtig dicke, saftige Kirschen nochmal geholt. Kartoffeln, Zwiebeln, Süßkartoffeln möchte ich auch heute mit grillen. Radieschen, so Standardsachen und sowas hier hat Johann sich ausgesucht. Genau. Das war's. Wir sind durch. Ich hoffe, das war okay von der Geschwindigkeit. Ich wollte jetzt nicht ewig lange über so ein Ding reden. Aber das ist so ein kleiner Überblick über so ein Haul. Normalerweise kaufen wir nicht so viel Krimskrams, muss ich ehrlich sagen. Das war jetzt wirklich, weil die Kinder alle mit dabei waren. Dann sucht sich einer das aus, der andere noch das. Ich finde das okay, macht ja auch Spaß. Essen, trinken, naschen. Es sind Sommerferien. Ich meine, es sind Sommerferien, klar. Dann muss sowas auch mit dabei sein. So, ich räume jetzt alles auf und dann melde ich mich danach in 2 Stunden.